Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR. Wir sind heute nicht auf Streife, sondern werden mal ein bisschen die Texturen beäugeln. Und zwar haben wir im Hintergrund meine Staffel für das Blaine County Sheriff's Office. Diese ganzen Fahrzeuge kommen aus einem Pack, und zwar von Toy, und besitzen noch die Originaltextur aus dem Pack. Und genau darum geht es nämlich. Diese Textur gefällt mir nicht. Von daher werde ich hier eine kleine Serie einführen, wo es darum geht, mal andere Texturen für die Fahrzeuge vorzustellen. Ich denke mal, es wird hauptsächlich um diese drei Fahrzeuge gehen. Einmal um den Tahoe, den 2013er, den Crown Vic und den 2014er Charger. Weil ich denke mal, das ist so... sind so die Mainstream-Fahrzeuge, und naja, so viele Texturen gibt es gerade nicht für Blaine County, also zumindest nicht für die aktuellen. Der Crown Vic ist zum Beispiel bei einzelnen Texturen relativ schwierig, weil viele, ich weiß nicht aus welchem Grunde, aber haben ausschließlich nur den von BX Bucks drin. Und das ist ja eigentlich dieser, ich sage mal so, Standard Crown Vic von, ich glaube, von CJ24 oder wer das genau gemacht hat, weiß ich nicht. Hier haben wir den nochmal als Slick Top. Finde ich auf jeden Fall ganz passend, dem auch mal so eine Sheriff-Textur zu verpassen. Das einzig fragliche Fahrzeug in dieser ganzen Staffel, in dieser Serie, ist noch der Impala. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich den Final einsetzen werde, aber ich denke mir mal, der ist noch ersetzbar. Alternativ natürlich durch den F350, den Ranger Fahrzeug, oder natürlich auch das FPIS, den Ford Taurus. So. Aber das ist ja eigentlich mal jetzt die ursprüngliche Textur, die wir drauf haben, und die möchten wir in den zukünftigen Folgen ändern. Das werden dann keine langen Folgen werden. Letztendlich denke ich mal, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich es gestalte, aber es wird wahrscheinlich mehr so eine Art Teaser. Sprich, ich werde diese drei genannten Fahrzeuge hier vorne in erster Reihe werde ich vorstellen. Ich meine, gut, den Crown Vic als Slicktop muss ich, glaube ich, nicht unbedingt mit reinnehmen in eine Texturenvorstellung, und man kann man machen, muss man nicht. Letztendlich ist da, glaube ich, kein großer Unterschied. Nehmen wir erstmal wirklich die drei Fahrzeuge, die wir hier haben, den Dodge Charger, den Crown Vic und den Sheriff's Tahoe. Also lustig finde ich zum Beispiel auch, was hier im Kofferraum drin ist. Gut, wie gesagt, es werden kleine Teaser werden. Ich denke mal so, weiß ich nicht. Naja, da werde ich nochmal ein bisschen variieren müssen, glaube ich. 2-3 Minuten, vielleicht 4, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall Musik untermalt werden, und ohne Blabla von mir und Sülz von mir. Es wird dann rein technisch nur um die Texturen gehen für die Fahrzeuge. Sollte natürlich eine Textur ein besagtes Fahrzeug, was hier noch der Impala ist, sollte da eine Textur verfügbar sein, werde ich die natürlich auch noch mal darstellen für das Fahrzeug. Einige Packs sind ja sehr umfangreich, und da ist dann die Textur für den Impala bei und für den oder für den Ford Taurus. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt mal gucken. Wäre natürlich schön, wenn ich natürlich für alle von mir genutzten Fahrzeuge eine Textur finden kann. Aber das wird relativ schwierig. Gut. Aber ich denke mal, das sollte jetzt von dem von mir erstmal von der Seite alles gewesen sein. Das ist ja nur ein kleiner Trailer quasi als Preview auf das, was euch erwartet. Wie gesagt, mir persönlich gefällt die Textur jetzt nicht so, deswegen werde ich mal gucken, dass ich für die Fahrzeuge andere Texturen finde. Und ja,
Pechte ich auch einfach mal dann, ja, mal sehen. Also eine Textur weiß ich zum Beispiel, die aktuellste, glaube ich, die ich da gefunden habe, ist so eine graue, aber die werde ich nochmal zeigen. Da gibt es zum Beispiel den Crown Vic, standardmäßig nicht, aber ich glaube, dafür gibt es einen Impala. Den können wir dann im Vordergrund stellen. Und ja. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und schaut fleißig meine Videos, weil auch eure Meinung wird dann gefragt sein, welche ihr, Entschuldigung, auch an mir geht diese ganze, ne, Erkältungswelle nicht vorbei. Also auch ihr werdet dann dementsprechend oder seid gefragt, dann zu entscheiden, welche Textur euch gefällt und welche ich denn mal für zukünftige Videos verwenden soll. Von daher bin ich natürlich mal gespannt auf eure Comments und wenn ihr da voll bei seid und voll Interesse habt, dann macht doch mal einen Daumen hoch, ne? Und in dem Sinne würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge entweder mit einer Texturenvorstellung ohne mein ganzes Geschwafel oder halt in einer neuen Folge LSPDFR. In dem Sinne, passenderweise nehmen wir das als Schlussbild. Macht es gut!